Ein herzliches Willkommen zu Endling, Extinction is Forever. Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Titel erinnern, wo wir ihn in der Nintendo Indie Direct gesehen haben. Die Fuchsmama, die verzweifelt versucht, ihre Kinder zu retten. Dieses Spiel wollten wir spielen und das tun wir jetzt auch. Es gibt sogar eine Demo, die ihr euch herunterladen könnt, um zu schauen, ob euch das Spiel auch taugt. Oder natürlich hier im Stream bleiben. Ich versuche es durchzuspielen, kann es aber nicht versprechen, weil, naja, morgen ist mein Urlaub und ich sollte frühzeitig schlafen gehen, sagen wir es mal so. In Endling geht es, wie gesagt, darum, dass wir als Fuchsmama versuchen, unsere Kinder in einer Welt, in der wir die einzigen Füchse, die noch am Leben sind, über die Runden zu bringen. Und das gleichzeitig, während die Menschen weiterhin die Umwelt verschmutzen und jegliches Territorium an sich reißen. Also ihr seht, auch ordentlich Gesellschaftskritik hier in dem Game verpackt. Und da schließe ich mich an, das kann man auf jeden Fall machen. Geh mal davon aus, dass das eine gute Lore haben wird, das Game. Umso mehr hoffe ich, dass wir das Ende erreichen können. Entwickelt von Herobeat Studios, rausgebracht von Handy Games und verfügbar für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Wir spielen die Xbox Series X Version, die 4K unterstützt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob 60 FPS, hoffen wir es einfach mal. Ja, wir bleiben im Qualitätsmodus. Ich hau noch ein bisschen die Helligkeit hoch, immer gut. Genauso wie Effekte runter. Und dann kann's eigentlich losgehen. Hier, der Intro-Screen sieht allerdings schon sehr, sehr gruselig aus. Also mal gucken, wie sich das Game entwickelt. Es hört sich ja allein schon sehr beklemmend an, dass wir die einzigen Füchse sind, die noch existieren. Wir müssen also unsere Art retten oder das war's. Abfahrt. Oh nein. Das sieht nicht so gut aus. Der ganze Wald brennt. Vermutlich ist da irgendwas schiefgegangen. Ja, man sieht's schon. Also hier sind auch wieder Menschen im Spiel. Irgendwelche dummen Jugendlichen, die gezündelt haben oder... Oh! Oder gegrillt und dann die Feuerstelle nicht ausgemacht haben. Man kennt's. Und jetzt müssen die Tiere und die ganze Umwelt drunter leiden. Man muss ja auch bedenken, wie viele dabei sterben. Oh, der arme Hase. Sehe ich richtig, dass der schon halb verbrannt war? Der hat ja gar kein Fell mehr gehabt. Das war wohl mal ein Park. Hier geht's nicht weiter? Arztsaal ist schön. Ja, als ich den Trailer gesehen habe, hat mich das Spiel schon fasziniert und auch viele von euch. Deswegen sind wir jetzt hier, um die Vollversion zu spielen. Seit dem 22.07. erhältlich. Also direkt zu Release konnte ich jetzt nicht bringen, aber ein bisschen später. Ich kann klettern? Ne, warte mal, was ist das hier? Graffiti. Ja, okay. Wenn hier schon Graffiti zu sehen ist, dann... Wait, what? Die machen das mit Absicht? Bastarde. Dann geht es wahrscheinlich einfach nur darum, das Gebiet für sich zu beanspruchen und eine Stadt hinzubauen oder eine Fabrik. Digga. Ich war sogar noch so gutmütig und dachte mir, ja gut, okay, vielleicht ein Unfall der dummen Menschheit, aber die machen es einfach vorsätzlich. Alter, dem sein Geweih brennt. Und er ist tot. Das Game haut direkt zu Beginn ordentlich rein. Die löschen, oder? Nee, für mich sah das so aus, als wären das Flammenwerfer.
Das war nicht zum Löschen. Glaube ich nicht. Pure Absicht. Aber wo sind denn jetzt unsere Kinder? Ich dachte, wir haben noch Kinder. Oder werden die erst später geboren? Kann nicht mehr rennen, nur noch humpeln. Aber zumindest regnet es jetzt. Das Feuer wird sich also zumindest nicht mehr weiter ausbreiten. Und die können auch nicht mehr weitermachen. Das hier sieht ja auch schon so aus wie ein Firmengelände. Ich glaube, die wollen einfach das Gelände erweitern. Aber auch das, keine Fiktion. Kommt ja auch in der Realität vor. Oh, what the... Eine Drohne. Okay. Das sieht zumindest nach einem schönen Schlafplatz aus. Ah ja, ich glaube, die ist schwanger. Hat man nicht sogar in den ersten Frames ganz am Anfang gesehen, dass die Kinder irgendwie in ihrem Bauch... Oh nein, sie weint! Ja gut. Kann man verstehen, glaube ich, nachdem man seinen ganzen Wohnraum verloren hat. Und jetzt nicht weiß, wohin. Ich glaube, das Game wird anders hitten. Vielleicht doch besser, wenn wir es nicht zu Ende spielen. Und da sind die Kinder. Ja, ich glaube, ganz am Anfang, in der ersten Sekunde hat man gesehen, dass da Kinder in ihrem Bauch waren. Also sie haben das Innere des Fuchses gesehen und dann ging es nach außen. Oh, ich kann mir jetzt einen aussuchen, oder was? Ui. Ich tendiere entweder zu dem schwarzen oder zu dem braunen. Ich glaube, ich nehme den schwarzen. Ach man, oh, ach so, man kann den komplett customizen. Okay. Das ist süß, oder? Ja, ich glaube, ich nehme den da. Der ist cute. Okay. Menschen sind schrecklich. Bei uns hätten die ein Zuhause. Zusammen mit den anderen verletzten Tieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir sie aussenden sollen, weil der natürliche Wohnraum ist weg. Alles nur wegen Geld. Endling! Extinction is forever. Das Game hat wohl eine Spielzeit von 3 Stunden. Mal sehen, wie wir abschneiden. Jetzt wird es unsere Aufgabe sein, Essen für unsere Kinder zu suchen. Ich glaube, das unten links ist auch wie sagt man? Ja. Sättigungsanzeige. Und wir haben noch 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, ob die auch sterben können, aber ich meine, das steht bestimmt nicht ohne Grund, dass wir 4 haben. Ich denke mal, wenn alle tot sind, dann ist das Game vorbei. Digga, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist echt extrem. Finde Nahrung für die Welpen. Okay. Also, Leute, Augen auf. Hier kann ich mich verstecken, vor der Drohne vermutlich.
Wenn ihr irgendetwas zu essen seht, sagt mir Bescheid. Oh, drücke und halte LB, um Beute aufzuspüren. Ach stimmt, wir können ja schnuppern, wir sind doch ein Fuchs. Wir können unsere Beute aufspüren. Springen geht auch, okay. Und schleichen, theoretisch. Ah, hier ist was. Ich glaube, ein Hase. Oder? Nee, eine Maus. Klar, jetzt haben wir auch getötet, aber so ist die Natur. Füchse sind halt nun mal Raubtiere. Und wir tun es, um zu überleben, um unsere Kinder großzuziehen. Die Menschen nur aus Habgier und Geldgeilheit. Gibt es irgendeine Konsole von Nintendo, die du nicht hast? Ja, ich habe kein NES. Ich möchte mir aber irgendwann mal noch eins kaufen. Wirklich satt sind die jetzt aber nicht geworden. Habe ich alles richtig gemacht oder hätte ich noch mehr holen sollen? Weil da stand, ich soll zurück zum Bau gehen, oder? Habe ich doch richtig gelesen. Nacht 2. Nee, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ging jetzt zu schnell. Hä, ich bin mir aber sicher, da stand, geht zurück zum Bau. Wir können natürlich immer nur nachts nach Nahrung suchen. Tag ist viel zu gefährlich. Hier ist was. Das Game Over ist dann also, wenn sie verhungern. Lass das nicht zu. Werde ich versuchen. Aber ja, du hast recht. Ich bin sehr sicher, wenn die Hungeranzeige auf Null sinkt, dann wird wahrscheinlich ein Kind sterben. Digga. Also für dieses Game muss man auch bereit sein, sag ich dir ehrlich. Doch, du hast sie gefüttert. Ja, ja, schon, aber irgendwie ist das nur ganz, ganz wenig mehr geworden. Ah, okay, der Fisch sättigt schon deutlich besser. Aber kann man nur eine Beute mitnehmen? Wahrscheinlich, weil ich hab den Fisch ja auch gerade noch im Maul getragen. War schon alles richtig, okay. Na, du Süßi. Was ist das denn? Das ist doch eine Falle. Das war kein echter Frosch, da war ein Seil. Nein, jetzt sag nicht, dass das ist irgendein Menschenkind, der die jetzt verarschen will. Und dann irgendeine Scheiße mit dem Kind treibt. Vielleicht sogar umbringt, aus Spaß. Ach komm, wie kann man denn so ein Hurensohn sein? Ganz ehrlich. Okay, es ist kein Kind. Aber es macht's nicht besser. Es ist ein Erwachsener, ein Riese gefühlt. Hä? Was war das, Mann? Er hat ihn entführt. Einfach so zum Spaß. Spuren bleiben nicht ewig erhalten. Ja, dann schnell hinterher. Wir müssen den Creep aufspüren. WTF, Alter, als wäre das nicht schon schlimm genug, was alles passiert ist. Komme ich nicht drauf klar, wie man so ein Spacko sein kann. Warte, ist das überhaupt ein Mensch? Okay, ich glaube, ich muss mich beeilen. Muss mich beeilen. Ja, stimmt, weil die Spur ist sonst weg. Renn, renn, renn. Hier ist was. Hat er einen Handschuh verloren? Irgendwas ist das. Bruder, warum werde ich jetzt angerufen? Scheiß drauf. Er hat ihn eingesperrt. Ach so, der Welpe ist da nochmal auf den Boden gefallen und deswegen konnten wir jetzt die Spuren nochmal ein bisschen besser wahrnehmen. Und dann hat er ihn eingesperrt. Was bitte ist das jetzt hier?
Käfig. Okay. Das heißt, wir können ihn jetzt nicht finden? Oh nein. Aber das muss irgendein Freak aus der Fabrik gewesen sein. Meine anderen Kinder brauchen was zu essen. Oh, okay, hier ist was. Hier ist was. Ein Fisch. Okay, schnell zurück, damit zumindest die anderen überleben. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Das vierte Kind, das muss aufgespürt werden. So schnell es geht. Vielleicht findet sich ja nochmal ein Anhaltspunkt. Aber ja klar, durch das Wasser können wir es nicht zurückverfolgen. Harris Iqbal, danke für eine Münze und Amun Baran für 5. Wie alt warst du, als du dein erstes Buch gelesen hast und welches war es? Das war in der Schule, auf Krampf und Zwang. Es war aber ein gutes Buch. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie es hieß. Das ist 15 Jahre her. Oder noch mehr. Ja, wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß es nicht mehr, sorry. Wahrscheinlich ist es 20 Jahre her. Gott, ich bin schon so alt. Hilfe. Kann ich dir echt nicht sagen. Warum ist dieser Frosch noch da? Schmeiß den weg. Okay, die anderen sind satt. Aber das vierte ist weg. Wir schaffen dies zu schlafen. Ich würde einfach kein Auge zutun, ernsthaft. Nein, ist nicht der nächste, oder? Oh, ich glaube, die wollen losziehen und ihn suchen. Nein! Lass das mal bleiben. Hey! Warte, war das ein Zeitsprung? Die sind doch gerade älter geworden. Ja, safe. Oh, voll cute, Mann! Ah, jetzt, wo ich das so sehe, finde ich aber den silbernen am schönsten. Deine Welpen brauchen Zeit oder Zuneigung, um sich von schrecklichen Situationen zu erholen. Oha. Ja, aber schöne Message. Gerade Kinder, auch Menschenkinder, brauchen immer viel Liebe, sonst sterben die auch tatsächlich. Wir können kuscheln. Dann tun wir das. Aber wo geht's denn jetzt hin? Suchen wir uns ein neues Zuhause? Ich würde ehrlich gesagt da bleiben, weil du weißt ja nicht, was ist. Das ist nicht ein bisschen riskant. Und die können auch nicht durchs Wasser, ne? Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Mhm. Wie geht's den Hunden? Gut, sehr gut. Klar, Nero ist schon alt, aber Uri ist ja jetzt 1-2 Jahre. Was ist das? Ach so! Oh Gott, eine Bärenfalle! Alter, ich wäre da fast reingegangen! Ja moin, die Kinder gehen einfach außen rum. Also Mut habt ihr. Trotzdem, macht das nicht nochmal. Fuck. Überall lauern Fallen. Die wollen uns loswerden. Es wirkt fast so, als hätten die Menschen den Hass auf die Tiere. What the hell? Sag mal. Geht's noch? Oh, Nahrung. Wobei, warte mal. Ich glaube, der Dachs ist keine Nahrung. Würde ich lassen, ehrlich gesagt. Der muss nur nach einem der Kinder schnappen und dann war's das. Was ist hier hinten? Ein Müllsack. Ja, komm, zur Not. Ist da nix? Shit! Ja gut, da waren aber noch ein paar Fischreste. Also es hat sogar was gebracht, war aber gefährlich. Jetzt, nein, was habe ich denn da? Irgendwas ist da an meinem Hals. Oh nee.
Wie werde ich das wieder los? Ich glaube, das ist spitz. Das tut weh. Aber egal, ich nehme das auf mich. Hauptsache, meine Kinder haben was zu essen. Ah nein, da wären Bären gewesen. Wobei, warte, sind die giftig? Das weiß ich halt jetzt nicht, ne? Der Dachs ist dein Feind? Echt, ja? Okay, dachte ich mir schon. Und bei den Bären bin ich mir gerade unsicher. Essen Füchse Bären? Ich weiß, die pissen auf Bären, aber... Ich habe irgendwie Angst, dass wir da vergiftet werden könnten. Aber hier ist sonst nichts. Oder? Achso, die Spur führt zum Dachs, oder? Nee, warte mal. Da ist wohl noch was ich übersehen habe. Die Nacht ist fast zu Ende. Woran erkennst du das denn? Hä, wo ist denn das Essen? Achso, ist das eine kleine Höhle hier? Ja, guten Morgen. Ich sehe es jetzt erst. Ah ja, okay, der lässt mich da aber nicht ran. Ja, dann muss ich kämpfen. Ach stimmt, hier unten ist die Anzeige. Okay, jetzt sehe ich es auch. Na gut, wir essen die Bären. Aber soll ich jetzt zurück in den alten Unterschlupf? Weil mir wird hier vorne was Neues angezeigt. Ach nee, das ist glaube ich der sicherste Weg. Ja okay, dann nehmen wir die Bären. Die werden mich zwar nicht sättigen, aber ist der sichere Weg. Und ich habe jetzt als Mutter zumindest noch die Fischreste geholt. Muss reichen. Ich weiß nicht, wie man da an dem Dachs vorbeikommen soll. Da muss es irgendeinen Trick geben. Was? Oh, die Kinder haben jetzt auch springen gelernt. Cool, Mann. Das heißt, wir sehen richtig, wie die erwachsen werden und wichtige Dinge lernen. Kann ich jetzt vielleicht mit denen übers Wasser? Sind Füchse nicht Allesfresser? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Aber die Bären scheinen gut gewesen zu sein. Zumindest sieht's erstmal so aus. Kann sich natürlich noch ein paar Tage später ändern. Deine Welpen werden an bestimmten Orten neue Fähigkeiten erlernen. Hilf ihnen, diese wichtigen Erfahrungen zu meistern. Ja, okay, gut, perfekt. Ich glaube, ich versuche jetzt mal irgendwie über das Wasser zu kommen. Weil ich habe das Gefühl, dann können wir vielleicht ein neues Gebiet erreichen. Da sollte es dann auch wieder etwas mehr Nahrung geben. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir den Dachs weglocken sollen. Oder vielleicht... Warte, ist er jetzt vielleicht weg? Es sagt ja keiner, dass der 24/7 Wache hält. Oh, die können schon schwimmen? Warum sagt mir das keiner? Hier ist aber nichts. Ernsthaft? Verdammt. Was ist am Anfang passiert? Der Wald ist abgefackelt, Tiere sind gestorben und wir versuchen zu überleben. Menschen hassen uns. Ach, ich weiß nicht, ob ich darüber soll. Verdammt, ich habe Panik. Wo sind meine Kinder hin? Jo, ich habe gerade voll den Schock kassiert, weil ich dachte, die sind ertrunken. Lass noch mal kurz zum Dachs gehen. Vielleicht ist er jetzt weg. Bitte. Jo, er ist wirklich weg. Aber das war sein Bau. Der ist jetzt da. Shit. Der schläft da drin. Ändert also nichts an der Ausgangssituation. Na! Scheiße, wieder so eine dreckige Falle. Oh, ich kann jetzt kaum laufen. Ich sollte nicht so viel rennen. Ey, lest mal da hinten, die Firma. Care Corp. Was ein Witz. Care?
Die caren sich überhaupt gar nichts über die Tiere. Aber typisch. In der Werbung immer auf nachhaltig und nett tun und in Wahrheit genau das Gegenteil. Oh, da oben ist was. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hoffe, es ist essbar. Ja. Oh, sogar sehr nahrhaft. Ach, ein Apfel. Ja, Apfel ist top. Sehr gesund. Sollte man im Prinzip jeden Tag essen. Dieses Sprichwort, ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern, das ist wirklich true. Oh, da sind Kameras. Du brauchst dringend Essen. Ja, also das war jetzt nochmal glücklich mit dem Apfel, aber du hast recht, ich brauche auf jeden Fall mehr. Wobei Bären sind sogar noch da. Ich glaube, das ist immer so ein Notfall-Stuff. Kann ich das den Kindern nicht direkt hinschmeißen, dass sie das sofort essen? Wieso muss ich dafür in den Bau gehen? Ach doch, geht's! Ja, dann schnabuliert mal. Der Dachs ist jetzt auch wieder da, ich habe ihn schon gehört. Ah, ich habe eine Idee. Man kann doch schleichen. Und da liegt ein Fisch, sehe ich gerade. Ich glaube, wir müssen außen rum und dann einfach uns anschleichen. Vielleicht checkt er das nicht. Ich brauche den Fisch. Also, ganz langsam. Das habe ich jetzt vergessen gehabt, dass ich auch schleichen kann. Und ihr offensichtlich auch. Oh nein, er kommt. Hä, es muss doch so gehen, oder? Jetzt mal ehrlich. Oder? Nicht? Okay, keine Ahnung. Das war jetzt meine letzte Idee. Auch das scheint nicht zu funktionieren. Müllbeutel. Da habe ich mich vorhin verletzt, aber es wird doch hoffentlich nicht nochmal passieren. Wahrscheinlich ist hier aber jetzt nichts mehr. Doch, ein bisschen Abfall. Besser als nichts. Schnell essen und dann versuchen wir über das Wasser zu gehen. Kommt. Oh, wobei. Ich glaube, ich muss mich nochmal in den Bau zurückziehen. Ach, verdammt, dann habe ich jetzt an diesem Tag nichts erreicht. Es wird halt gleich Tag. Okay, wir gehen lieber nochmal zurück nach Hause und dann sofort straight über... übers Wasser. Warum war die Scheißfalle jetzt aktiv? Ich habe die doch... Ne, wir sind drüber gesprungen, stimmt. Oh, da hinten läuft ein Mensch. Aufpassen. Ja, aber der Tag war Trash. Den haben wir komplett verschwendet. Wir müssen auf jeden Fall übers Wasser. Hier ist nichts mehr. Und wie man den Dachs austrickst, keine Ahnung. Vielleicht auch oben lang schleichen. Die ganze Zeit? Ja, okay, ist eine Idee. Vorsicht vor Feinden, ja. Gut, ich versuch's noch einmal, aber dann sofort übers Wasser. Und nicht mehr mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Moment mal. Was ist das für eine Spur? Die wird mir hier instant angezeigt. Okay, das ist wahrscheinlich der Uhu. Ja. Schleichen. Aber warum ist der hier? Hier ist doch eigentlich nichts mehr. Die Spur ist auch weg. Nee, doch nicht. Hier oben. Den Dachs mit Beeren ablenken. Okay, auch das ist eine Idee. Ja, stimmt. Aber der kommt eh erst später. Der ist nicht am Anfang da. Oder? Doch. Ich höre ihn. Alles klar. Dann werfe ich jetzt mal hier die Bären hin. Nein, nicht kämpfen! Weg da! Lass ihn einfach. Bären haben nicht funktioniert. Vielleicht aber auch, weil es zum Kampf kam. Keine Ahnung.
Also schleichen, schleichen, schleichen. Das Lila ist für die Babys. Ja, stimmt, ne? Das war vorhin auch schon so. Heißt das, wir haben eine neue Spur bezüglich unserem Kind? Ja, wie es aussieht, bringt das Schleichen nix. Oder? Ah, es ist auch ein bisschen RNG gefühlt. Ja, es ist sehr glücksabhängig auch, weil vorhin hat er mich noch bemerkt, aber jetzt ist er gerade weggegangen. Hauptsache, es hat geklappt. Den Fisch haben wir jetzt nötig. Schnell essen und dann übers Wasser. Okay, ja. Das sättigt jetzt enorm. Let's go! Schnell! Hier ist die Spur. Ein Eimer. Aber warum taucht das jetzt erst auf? Oh, ich kann meine Kinder sogar ins Mäulchen nehmen. Ist vielleicht sicherer. Warte, hätte ich bei dem Eimer irgendwas machen müssen? Weil ich habe alle Knöpfe gedrückt, aber es ist nichts passiert. Oder muss das Kind da rein? Was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Was? Ah, die haben verhandelt. Okay. Um was geht's hier eigentlich? Fisch für Fuchsbaby oder was? Ah nee, ich glaube, der hat Medizin. Ah, okay, es ist also auch ein Interessenskonflikt so ein bisschen. Der Grobian macht es nicht unbedingt, weil es ein Arschloch ist, sondern weil er wahrscheinlich ein krankes Kind zu Hause hat oder so. Und der Typ... Oh, Vorsicht. Der Typ hat Medizin. Und er hat versucht, das Fuchsbaby einzutauschen. Hat aber nicht funktioniert. Oh, das ist eine schwierige Situation. Weil es ist nicht richtig, aber man kann es so einigermaßen nachvollziehen, dass er es halt macht. Er handelt ja genau aus dem gleichen Grund wie wir. Wir wollen unsere Kinder retten. Oh, er hat ihn bestohlen! Ja, moin. Ja, besser so. Dann ist mein Kind noch am Leben und dem geht's gut, hoffentlich. Da vorne ist eine Maus. Ich muss sie mir schnappen. Ja, perfekt. Wobei, besser so. Da kommt gerade ein Gangster. Ich glaube, der hätte mich sonst gefangen. Ja, lass lieber die Bären nehmen. Ist besser. Und dafür muss auch keiner sterben. Aber die sättigen halt nicht so lange. Was ist das schon wieder? Oh, der Typ kommt. Der Typ kommt. Ich kann hier nicht weg. Ich bin in der Sackgasse. Fuck. Verpiss dich. Lass das. Jo, was macht der? Nee. Der hat mir das Genick gebrochen. What? Game over, deine Kinder werden nicht überleben. Ja, Junge, was ist das? Ich konnte doch nicht mehr weg. Das war eine Sackgasse. Und jetzt? Alles von vorne oder was? What? Das Spiel ist krank. Ah, nee, wir müssen, glaube ich, nur den aktuellen Tag nochmal machen. Wow, was geht denn hier ab? Alles klar. Dann frage ich mich aber schon, wie man dem ausweichen soll.
Na, es gab halt nun mal keinen anderen Weg. Oh nein, jetzt muss ich den Fisch nochmal holen. Ausgerechnet an diesem Tag, wo wir schon so viel erledigt haben, ne? Ah, die Bären kann man auch nicht als Köder hinwerfen. Die Kinder essen das immer sofort. Rebel, danke für 5 Münzen. Danke für den BOTW-Content. Zieh ihn mir sogar heute noch rein. Ja, das ist immer noch sehr beliebt und wird aktiv geguckt, weiß ich. Danke dir. Warum geht er jetzt nicht weg? Ich war die ganze Zeit am Schleichen. War wirklich nur Glück vorhin. Mann. Zieh Leine. Ey, so ein Mistvieh. Kann ich noch mehr Zeit verschwenden. Dann muss es ohne Fisch klappen. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber wie habe ich denn hier die Sequenz eigentlich aktiviert? Die kam einfach irgendwann. Ach so, lang genug schnüffeln oder was? Ah ja, okay. Nee, ich glaube... Also meine Vermutung ist, wir haben vorhin zu viel Zeit verschwendet. Es ist schon zu hell geworden. Wenn wir jetzt schneller sind, während es noch relativ dunkel ist, ist dieser Freak gar nicht da. Beziehungsweise er ist im Haus. Man sieht es ja auch... Nee, doch nicht. Ich sehe ihn. Ja gut, dann... schwierig zu sagen. Aber er macht jetzt eine große Runde. Müssen wir einfach schneller sein. Let's go, let's go, let's go. Genau, hier war der Diebstahl. Jetzt brauchen wir die Maus. Ich brauche die Maus, wichtig. Ach, fuck. Oder? Ist sie noch da? Ja, ja, schnell, schnell. Habe ich sie? Gut. Schnell essen. Essen. Aber was jetzt? Wenn ich nochmal da hochgehe, bin ich doch erledigt, oder? Oder kann ich ins Haus? Geht das? Irgendwas muss doch hier sein, Mann. Und was bedeutet dieses Pfotenzeichen? Was soll ich denn hier tun? Ich habe keinen Schimmer. Er kommt. Wir müssen weg. Was genau ist mein Ziel hier? Ich habe das Gefühl, ich hätte das mitnehmen müssen da oben, aber mir wird halt nichts angezeigt. Ich glaube, an dem anderen Angler können wir uns vorbeischleichen. Der hört ja auch Musik. Oh, es wird aber gleich jetzt Tag. Kannst du nicht graben? Nee, also ich habe halt wirklich alles gedrückt, hat man ja gesehen. Nichts ist passiert. Vorhin nicht, jetzt auch nicht. Aber hier ist sonst nichts. Also einmal probiere ich es noch und dann muss ich eh nach Hause sprinten. Oder? Nee, warte mal. Was geht hier ab? Da ist ein Fisch. Ja, schön und gut. Aber ich brauche jetzt meinen Unterschlupf. Wir schaffen es wahrscheinlich eh nicht mehr zurück. Wieder tot. Fürchte ich. Ja, schaffen wir auf gar keinen Fall. Ist viel zu weit weg. Ich wusste nicht, dass das Game so hart ist. Komm, jetzt aber Vollsprint. Oh nein, da sind überall Menschen. Wo sind meine Kinder? Verpiss dich, du kleiner Sohn, Alter!
Weil ich dachte, ich muss da runter. Wegen dem Icon. Das ist falsch. Das ist falsch. Komm schnell. Nein. Ach, es darf nicht wahr sein. Oh, warte, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe ihn gebissen. Es hat geklappt. Ich habe ihn gebissen. Lauf. Aber ich humpel. Also wenn mich noch einer erwischt, dann bin ich tot. Schneller. Komm. Zieh durch. Wo ist denn dieser scheiß Fuchsbau? Einfach 5 Kilometer weg. Da ist noch jemand. Aber der ist weiter weg. Ja, geschafft. Oh mein Gott. Völlig krank. Jetzt haben wir auch dieses Medizinzeichen da. Ich frag mich, passiert jetzt was Neues? Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du verletzt bist. Ja, ja, verstanden. Also einmal können wir ihn beißen, wenn wir schnell reagieren. Beim zweiten Mal tot. Aber ich muss doch jetzt nochmal dahinter, oder? Weil ich dieses beschissene Item nicht mitnehmen konnte. Warum wird mir nicht angezeigt, was ich da tun soll? Aber ich war doch hier auch noch nie eigentlich. Jetzt mal hier lang. Das Game gibt mir voll Breath of the Wild Vibes, weil es so dieselben Ängste auslöst. Du bist in einer Welt, musst überleben und weißt nicht genau, wo du hin sollst. Hier muss eigentlich auch noch irgendwas sein. Kann sich auch im Busch vor Menschen verstecken. Okay. Aber weiß irgendjemand, was mit dem blöden Item ist? Warum konnte ich das nicht... Wo sind meine Kinder? Okay. Oh, da ist ein Hase. Es tut mir leid, aber ich brauche den. Ah nein, er hat mich gesehen. Oh nein. Wir brauchen dein leckeres Fleisch. Oh, er ist nochmal rausgekommen. Wie blöd ist der denn? Der Bré ist anders dumm. Oder auch nicht. Ah, warte, vielleicht kann ich mich hier verstecken. Dann kommt er raus. Und jetzt war's das für dich. Sorry. Ja. Meine Kinder verhungern. Es geht nicht anders. Oh, das war aber deftig, du. Wisst ihr was? Ich merke jetzt erst, es gibt auch eine Karte. Okay. Interessant. Hier wird ein Ereignis angezeigt. Ich glaube, da müssen wir hin. Aber wir bleiben jetzt hier. Ich höre Frösche. Ist das Game eigentlich zu leise oder hört man die Sounds? Okay, Fisch. Alles klar, hier in dem Eck kann man relativ einfach gutes Fleisch und Fisch bekommen. Das ist ja schon mal was. Aber sonst... Ah, wobei, was ist da vorne? Kann ich das öffnen? Ist halt mit einem Schlosszeichen versehen. Oh. Oh. Also ich...
glaube nicht, dass die Füchse in echt auch so klettern können, aber... Ja, nehmen wir mal so hin. Ein Picknickkorb. Auch nicht schlecht. Nach 45 Minuten gemerkt, dass es Karte gibt. Jo. Ich war halt permanent in Panik. Ich sorge mich um meine Kinder. Den Fisch behalte ich jetzt erstmal im Maul. Dann können wir ihn nämlich auch später einsetzen. Wenn die Hunger haben, werden sie hier was finden. Ja. Denke mal Fischköder. Hier wären auch noch Bären. Und? Was ist da los? Kann ich auf der Karte auch sehen, ob es Tag wird? Wo ist denn diese Anzeige? Wieso habe ich denn nicht Zugriff darauf? Ah, jetzt, okay. Also es wird schon langsam wieder Belasto. Kann ich da jetzt vorbei oder nicht? Hier ist schon wieder dieses beschissene Zeichen. Derselbe Mist wie vorhin. Okay. Also, Sackgasse. Fisch ist weg. Wir holen uns schnell noch die Bären und dann geht's zurück in den Fuchsbau. Und danach, denke ich... Bleibt nur noch dieses Ereignis. Wir müssen zu dem Ereignis. Das ist der einzige Punkt, wo es wohl weiterzugehen scheint. Komm, es war nicht so weit weg. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo war es nochmal genau? Nicht hier. Aber da. Oh, ist schon spannend, das Game. Also ich dachte, es ist jetzt eher so Story und Erkundung, aber... Es ist eher Survival. Es war richtig übel. Okay, schnell schlafen. Gute Nachricht ist, wir sind relativ satt. Hat das Spiel Musik? Ja, aber halt nicht so laut. Jetzt hörst du sie doch, oder nicht? Sag jetzt nicht, man hat die ganze Zeit gar nichts gehört. Mit einer Verletzung bist du langsamer, jo, weiß ich. Also, auf zum... Hä, ist es jetzt weg? Aber bin ich jetzt nicht schon jeden Weg gegangen, den ich hätte gehen können? Weiß halt wirklich nicht, wo ich hin soll. Die Spur wegen dem Kind ist ja auch einfach so über Nacht gekommen. Doch, man hat schon die Musik gehört, aber leise. Ja, okay. Nach vorne? Aber das ist ja auch nur diese Brücke, die wir auch schon kennen. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, was das Problem ist. Bei diesen Icons braucht man eine Fuchsfähigkeit und offensichtlich haben wir die noch nicht.
Weil das bei der Falle ist genau das gleiche Zeichen. Und springen können wir, aber... Ich glaube, das Problem ist, dass die Kinder nicht graben können oder so. Müssen sie erstmal lernen. Ja, Sumpf ist neu, oder? Jetzt gefährlich nah an der Fabrik dran. Kommen hier aber auch nur zu dem Dachs am Ende des Tages. Aber das Ding ist, die Mutter kann doch graben. Warum kann sie dann nicht das Loch machen? Für die Kiddies. Yo, what? Der Dachs ist gefangen! Komm, wir befreien ihn. Er faucht mich an. Alter, ich hab dich gerettet. Jawohl. Das ist also der Dank. Das erinnert mich an so eine Story. Ich war letztens beim Bäcker. Da war so eine Frau, die konnte schlecht Deutsch. Und hat halt erklärt, ja, ihr Fahrrad ist kaputt und sie muss schnell zur Arbeit. Ich hatte erst ein bisschen Angst. Okay, ist das jetzt irgendwie Scam oder so? Aber sie hat gesagt, ja, sie muss jetzt ganz schnell zur Arbeit und ich soll ihr doch ein Taxi rufen. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wie die Straße heißt, hab's halt schnell gegoogelt und irgendein Taxiunternehmen angerufen, was ich so schnell gefunden habe auf Google. Aber während ich telefoniert habe, ist sie einfach weg gewesen. Dann habe ich mich erschrocken so von wegen, oh scheiße, wurde ich jetzt irgendwie beklaut, ohne was bemerkt zu haben. Aber war alles noch da. Also eine Minute später oder so ruft sie von gefühlt 500 Metern weit. Thank you oder what? Und das andere habe ich nicht verstanden und dann ist sie weggerannt. Aber mir fehlte nichts. Ich habe noch alles gehabt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine weirde Situation war. Das Peinliche war halt, ich musste dann natürlich nochmal das Taxiunternehmen anrufen und sagen, ja, cancel mal, weil es war nicht für mich, es war für eine wildfremde Frau. Aber die braucht euch jetzt nicht mehr. Es war schon sehr wack. Oh, oh, Elektrozaun, aufgepasst. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Aber es gibt keine Spur. Vielleicht dem Dachs folgen? Ist auf jeden Fall noch ein unbekanntes Gebiet größtenteils. Oh, die Menschen kommen schon. Nee, dann gehen wir nochmal pennen. Besser ist das. Aber es war wirklich eine ganz, ganz seltsame Situation da bei dem Bäcker. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ihre Mission war. Du kannst da lang? Nein. Wie denn? Wie gesagt, es ist ein Elektrozaun und war komplett zu. Nutze deine Welpenfähigkeiten, wann immer du kannst. Sie werden dir helfen zu überleben. Ja. Hat nicht so gut geklappt bisher. Mit diesem Icon. Wurde es wohl geprankt? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe keine... Vielleicht wollte sie mich wirklich beklauen, aber hat dann halt gemerkt, okay, ich bin zu aufmerksam oder ich weiß nicht. Oh, warte, neue Spur für das vierte Kind. Vielleicht komme ich ja jetzt in die Fabrik rein. Ich weiß wirklich nicht, was ihre Mission war. Ich habe ihr dann schon geglaubt. Also im ersten Moment dachte ich auch, ja, Scam, aber danach habe ich ihr eigentlich schon geglaubt. Aber ich habe mich halt weggedreht, während ich telefoniert habe und dann war sie auf einmal weg.
Total seltsam. Und ihr glaubt gar nicht, wie cringe das ist, nach 30 Sekunden dasselbe Taxiunternehmen nochmal anzurufen und zu sagen, ja, nee, ihr braucht jetzt nicht kommen. Die denken sich doch auch, sag mal, was bist du denn für ein Keck? Willst du uns verarschen hier oder was? Dabei wollte ich nur helfen. Oha, der Typ dreht durch. Der ist einfach da eingestiegen. Aber mit unserem Kind. Fortschritt, Guys. Anscheinend müssen auch einfach ein paar Tage vergehen, bis es weitergeht im Spiel. Weil du sollst halt einfach überleben. Das haben wir geschafft. Jo, was geht bei dem ab? Ich hoffe, wir können den auf unsere Seite ziehen, weil der hat ja offensichtlich einen ziemlichen Hass auf die. Wäre cool, wenn wir zusammenarbeiten können. Es gibt ja nicht nur schlechte Menschen. Viele, aber... nicht alle. Okay. Da oben ist was. Aber wie soll ich da hochkommen? Ja, ein Seil habe ich nicht. Hä? Da war er gerade, oder? Der ist über die Brücke gelaufen. Ah, wir haben jetzt 3 von 5 Informationen über das Kind gefunden, glaube ich. Brauchen wir mehr Nahrung. Ist da noch mehr? Dann los. Auch wenn es eklig ist. Ja. Heute gibt es nur Abfall, sorry. Wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir bekommen können. Ah, ich darf nicht vergessen, ich muss auch noch zurück. Wie spät ist es jetzt? Oh, der hat mehrere Schlösser geknackt, der King. Hier brauche ich eine Welpenfähigkeit. Aber die können ja nicht graben, oder? Nein, können sie nicht. Müssen sie auf jeden Fall noch lernen. Oh, da war jemand. Ich glaube, wir gehen lieber zurück. Ich habe Angst jetzt gerade. Moment. Was ist hier links? Kann man da auch raus? Nein. Noch nicht wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich alle diese Ereignispunkte überprüft habe, dann gibt es mehrere Checkpoints, damit wir schneller hierher kommen können. Aber wir haben schon mal einen großen Fortschritt gemacht. Und diese zwei hier, die können wir dann am nächsten Tag mal abchecken. Über den Weg da drüben. Vielleicht heute noch das hier. Aber das muss dann jetzt schnell gehen. Sehr schnell. Komme ich da überhaupt hin oder ist das der Weg über die Brücke? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ich glaube, da kommt man auch gar nicht hin. Care Corp. Du mich auch. Nee, es sieht nicht so aus, als kommt man da lang. Okay, lieber schlafen gehen. Vielleicht ist die Spur dann ja auch nochmal aktiv. Aber ich denke, wir müssen einfach die ganzen Ereignispunkte abklappern. Oh, es wird knapp. Es wird knapp. Ich habe auch immer Angst, dass ich meine Kinder so alleine lassen muss.
dann schon angespannt in dem Game. Next day. Oh, irgendwas passiert. Oh, nein! Fahren jetzt mit dem Bagger drüber? Was ist passiert? Ich glaube, die fahren mit dem Bagger über meinen Bau drüber. Hä? Es gab doch eine Erschütterung. Ich glaube, wir können hier... Wo kommt der her? Ich glaube, wir können hier nicht mehr bleiben. Die wissen, dass wir da wohnen. Wahrscheinlich wollte der mich noch in dieser Nacht töten, aber hat es irgendwie verkackt, weil er zu dumm ist. In der nächsten Nacht sind wir aber am Arsch. Kann da nicht mehr hin. Super, und was machen wir jetzt? Und Hunger haben sie auch schon wieder. Na gut, hier gibt's ein paar Bären. Let's go. Jack Arthur, danke für 2 Münzen. Wann bringst du noch wieder Smash? Fragt Justus. Ich bin nie der Smash-Player gewesen, das weißt du. Ist das jetzt offen hier? Nein, ne? Ach doch! Das ist offen. Ja, und das ist auch der Weg, den ich aufgesucht habe. Okay. Wir sind richtig. Was ist das? Was ist das? Die ganze Zeit labern die von Fuchsfähigkeiten und ich hab keine. Bin ein talentloser Fuchs. Wie kann die Mutter überleben, wenn nur die Welpen fressen? Gutes Argument. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich schätze mal, die, ja, beißt halt ein bisschen was ab, aber lebt am Existenzminimum. Für deine Kinder tust du halt alles. Auch hungern. Okay, aber wir sind hier trotzdem falsch, weil ich mit meinen Fähigkeiten nichts mehr... Oder? Warte. Die Markierung kommt erst später. Was denn? Was? Aber die können doch springen! Hat sich verletzt. Mann, kleiner. Er hatte zu wenig Practice. Ach, okay, jetzt. Dadurch erlernen wir jetzt aber wenigstens den nächsten Skill. Glaube ich. Ja! Durchzwängen. Okay. Das können aber nur die Kleinen, ne? Ja. Mhm. Wait, kann ich dann jetzt nicht zurück und... dadurch? Ja, ne? Jetzt ist die Musik, glaube ich, ein bisschen laut. Komm, da ist eine Menge Futter. Gönn dir. Und teils mit deinen Geschwistern. Sonst gibt's da Schellen. Pilze. Ah, okay. Ja, gute Ballaststoffe. Du musst ja auch kuscheln. Oh, stimmt. Wie ging das nochmal? Auf welchem Knopf? Bin mir leider nicht mehr sicher. Könnt ihr mir gerne nochmal schreiben.
Aber völlig richtig. Ich muss sie auch liebkosen. True. Vielleicht lag es auch daran, dass er den Sprung nicht geschafft hat, weil ich ihn vernachlässigt habe. Ah, ist das schmutzig hier. Oh, shit. Warte, wö? Mir wird ein neues Zuhause angezeigt. Weil... Ja, eindeutig. Ist aber gerade ein bisschen Leben am Limit. Schnell graben. Ach so, da geht's nicht. Ja gut, ist ja auch kein Durchzwängen. Aber ich dachte, vielleicht ist da ein Tunnel oder so. Muss irgendwo ein neuer Unterschlupf sein. Ich habe ja gesagt, zum Alten können wir nicht mehr zurück. Die wissen, dass wir da sind. Und warten nur darauf, dass ich zurückkomme. Warum tragen die alle so Masken? Weil hier alles so schmutzig und giftig ist? Ja, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, was ich hier mache, richtig ist. Ich meine ja nur. Warte, ich bin vorbei an dem Zuhause? Oder muss ich doch zum Alten zurück? Und es war irgendwie nur ein weirder Weg, der mir angezeigt wurde. Ach, fuck. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt werde ich gefangen. Hä, aber mir wurde die ganze Zeit angezeigt, geh nach rechts. Lol. Der eine Freak, der wartet doch da. Oder ist er wirklich so blöd? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier nochmal rein, auch wenn es eigentlich dumm ist. Durchzwängen gelernt, aber nur der eine. Die anderen nicht. Vielleicht könnt ihr das auch untereinander irgendwie lernen. Ich habe zu wenig Nahrung. Ex-Rintation, danke für 5 Münzen. Und George Manison, ja, schönes Lied. Billie Jean, will ich. Schön, dass es dir auch gefällt. Okay. Schnell Essen suchen und dann nochmal zurück in die Fabrik. Wir müssen da irgendwie durch. Waren hier nicht irgendwo Bären? Ja, hier. Warum Urlaub in Ägypten? Weil man da schnell und einfach reinkommt. Ohne großes Tamtam und Testerei. Okay, nochmal Bären und dann die Pilze auf dem Weg. Ich hoffe, das reicht dann. Und sonst muss ich schauen, was in den Mülltonnen noch zu finden ist. Aber seltsam, dass der eine Typ jetzt nicht vor meinem Bau gelauert hat. Oh, die Pilze sind weg. Die Pilze sind weg. Nicht gut. Na, erst recht nicht gut. Wieder eine Falle. Ja, das ist immer das Risiko in den Müllbeuteln. Aber es wird hier nichts anderes geben.
Okay, schnell zurück an die Stelle, wo der Typ lang lief, der jetzt hoffentlich weg ist. Und dann kommen wir weiter. Schnell, 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 schnell. Was, da hinten ist noch ein Secret? Wie soll man da... Soll ich da jetzt lang? Das ist doch völlig krank. Wo war da eine Abzweigung, bitte? Oder kann ich hier ernsthaft auch... Ach so, nee, ich glaube, wenn man hier graben kann, ne? Oder? Nein? Ach, da entlang, okay. Ey, die Karte lohnt sich. Sollte man immer mal wieder im Blick behalten. Jetzt rauf und da ist dann irgendwas. Hoffentlich kann ich damit interagieren. Das scheint mir irgendein Chemiekonzern zu sein, übrigens. Aber was bauen die da ab? Hier gibt's Nahrung. Ah, ein Automat, okay. Ja, ich frag mal nicht, wie sie das gemacht hat, aber... GG. Das Fleisch. Konservenfleisch. Ist ja egal. Hauptsache nahrhaft. Sehr gut. Also ich glaube, ich halte mir jetzt dann auch dem nächsten Fuchs, wenn der mir immer so schön auf ganz entspannt kostenlos was aus dem Auto vom Arzt zieht. Bibi, danke für 15 Münzen. Sehr lieb. Ich wünsche dir und Julia einen schönen Urlaub. Diesmal ist sie dabei. Ja. Noch mehr Stuff. Ah, so schnell kann es gehen. Jetzt sind wir wieder relativ satt. Ah, pappsatt sogar. Ein Burger. Oh, Luxus. Warum ist immer noch dieses Ereigniszeichen da zu sehen? War doch dort. Da vorne ist jemand. Oh, ich kann auch da runter. Mhm. Aber weiterhin keine Spur von meinem Kind. Gut, im Prinzip wissen wir müssen auf die Brücke, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da raufkommen sollen. Hoffentlich bin ich hier nicht falsch. Doch. Es scheint nur ein Ort zu sein, um an Futter zu kommen, aber das brauche ich gerade allerdings nicht. Hier ist sogar relativ viel. Genau, schmeiß deinen Müll hier runter, Arschloch. Voll gruselig hier. Ich habe Angst, weil meine Kinder kommen irgendwie nicht hinterher, obwohl ich sie die ganze Zeit rufe. Es ist schon wieder Tag übrigens. Weiß aber, wo ich bin. Das war vorhin der Ort, wo der eine Typ lang lief. Ja, der. Genau der. Hä, aber wo muss ich denn dann lang? War da jetzt doch noch was bei dem Scheißautomaten? Willst mich doch verarschen. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Ich glaube, den sind wir noch nie gegangen, oder? Die tun mir nichts. Ich glaube, das sind auch einfach nur arme Mitarbeiter, die das halt machen, weil sie das Geld brauchen. Muss ich jetzt meine Kinder eigentlich holen? Ja, verirrter Welpe. Oh mein Gott, die Babys können nicht zurückkommen. Wir sind tot. Schaffe ich niemals, die zu retten und zurück nach Hause zu kommen, oder? Warte, da sind sie.
Jetzt will ich es aber wissen. Was ist da noch? War doch nur... Ach, kann man durch das Fenster? Nee. Hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, dann vorsichtig zurück nach Hause, schnell. Aber ich habe doch jetzt in der Fabrik auch jeden Weg überprüft, oder? Ist noch irgendwo was unerkundet? Nein. Wie komme ich jetzt weiter? Das ist falsch. Mann, wie komme ich hier raus? Als ob es nur diesen einen Ausweg gibt. Okay, die Wache ist da hinten. Das ist schon mal... Das ist schon mal gut. Ja, weil hier können wir raus. Hier können wir raus. Hat jemand einen Tipp, wie man weiterkommt? Weil ich glaube, ich war überall. Auch beim Automat. Da war nichts. Ja, jetzt kommt der Uhu. Scheiße. Hat er mein Kind erwischt? Alter. Das ist doch jetzt nicht wahr. Die sind auf einmal stehen geblieben. Es war doch noch alles gut. Ich bin schon längst an diesem beschissenen Uhu vorbei gewesen. Ja, genau. Und das war auch noch der Einzige, der dieses Durchwühlen-Skill hatte. Wir sind verloren. Verdammt. Also, es werden definitiv nicht alle überleben. Aber auch das ist die Natur. Auch wenn hier natürlich sehr viel der Mensch eingreift. Unser Ziel ist es, die restlichen irgendwie in die Freiheit zu bringen. Wo ist die Spur? Okay. Hat er den jetzt bewusst weggeschickt? Ja, graben können wir nicht.
Es ist aber auch seltsam, dass einfach so über Nacht neue Spuren auftauchen irgendwie. Vor allem, ich dachte die ganze Zeit, ich muss da in der Fabrik nach oben. War das jetzt alles optional oder was? Weil das würde bedeuten, ich habe das Kind umsonst verloren. Weil sonst wäre ich natürlich schon längst nach Hause gegangen. Der Typ vor. Als ob! Jetzt habe ich hier wirklich ein neues Zuhause. Das ist nicht zu fassen. Ich muss gar nicht in die Scheißfabrik. Das Kind ist wirklich umsonst gestorben. I cannot believe it. Das ist aber auch nicht gut gemacht. Die zeigen dir, wie der Typ da hochsteigt auf die Brücke. Und natürlich denkst du, du musst da hinterher, oder? Alles Fake News. Oh, jetzt sind sie wieder älter geworden, glaube ich. Ja. Das war jetzt der Winter. Jetzt kommt der Frühling. Oh Mann. Einfach voll verarscht worden. Ja, aber kurze Frage, warum soll ich dann so viel erkunden, wenn ich eigentlich nur schlafen muss anscheinend? Das ist jetzt ein komplett neues Gebiet. Die Fabrik spielt gar keine Rolle mehr, oder was? Lass mir das. Es gibt halt jetzt keinen Grund, warum dieses Gebiet jetzt erst verfügbar ist. Irgendwie. Oh. Den sollten wir besser nicht stören. Kein einziger Mensch ist uns wohlgesinnt. Zumindest war es bislang so. Ich vertraue niemandem mehr. Also jetzt, wo das Kind unnötig gestorben ist und mich sogar das Spiel verarscht hat, ich traue niemandem mehr. Und schon gar nicht dem Chat. Nicht mal den Donatern, aber trotzdem danke für 2 Münzen, Moonlight Soul. Meine Katze und ich schauen dann den Stream an. Dann hat sie hoffentlich die letzten Minuten nicht gesehen. Aber es ist ein schöner Wald. Also theoretisch könnten wir doch hier ein neues Leben anfangen, oder? Jetzt müssten halt nur die scheiß Menschen weg. Okay. Ja, das tut mir jetzt leid für die Vögel, aber wir brauchen Proteine. Ja, wie komme ich hier ran? Wack. Das Game kommt erstmal auf die Wishlist. Der Survival-Aspekt ist gut. Ich habe es mir vorhin gekauft, aber ich weiß gerade nicht, was ich gezahlt habe. 20, 30 Euro maximal. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Könnt gerne nachschauen.
Ich glaube 20 waren's. Da ist ein Ereignis. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall hin. Vorhin war ich auch nur so schnell, weil halt der Tag schon aktiv war. Aber ja, war eine schlechte Entscheidung. Und da ist schon wieder irgendein Freak. Plot Twist, das Ei war vom Uhu. Reden wir uns das so am besten schön, ja? Vergeltung! Das sind alles die Eier von dem Uhu. Was macht der da? Hat der Mensch da eine Bombe angebracht? Irgendwas klebt doch da, ein Rucksack. Das kann doch nur eine Bombe sein. The fuck? Komm hier aber auch erstmal nicht weiter, leider. Ich soll das nur sehen, mehr nicht. Okay. Decken wir mal noch ein bisschen mehr von der Karte auf. Was sind das für komische Kisten? Ein bisschen zugemüllt ist der Wald schon, aber immerhin besser als ein abgebrannter. Was ich echt kacke finde, ist, dass man wirklich nicht immer sehen kann, wie spät es ist. Jetzt wird es gerade eingeblendet, aber das ist Zufall. Man kann hier durch. Nee, kann man nicht. Okay. Es kostet 30 Euro. Okay. Dachte 20 waren es, aber dann 30. Du hast aber schon in den Microsoft Store geschaut, oder? Weil kann gut sein, dass bei Nintendo nochmal teurer ist. Ist jetzt auch keine Seltenheit. Ich spiel's ja auf Xbox. Erstmal schlafen gehen. Keine Lust, noch ein Kind zu verlieren jetzt. Gute Nacht. Oh, wobei, warte mal. Ach nee, das kann er ja gar nicht. Der das kann, ist ja tot. Scheiße. Ich bin da fast dem nächsten Freak in die Arme gelaufen. Aber es gibt nur den Weg. Hau ab, du Arsch. Oh, kann ich ihn nicht einfach totbeißen? Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn den anderen beiden den Skill beibringen? Junge, du hast gefühlt nur eine Minute Zeit, um dich umzuschauen und dann musst du eigentlich schon wieder zurückgehen. Das ist auch ein bisschen unnötig. Dass es so extrem ist. Hä, wieso ist das jetzt versperrt? Also hatte ich doch recht, es gibt nur diesen einen Weg. Ja, GG. GG! Ja, ist so, ist so. Nächster Tod incoming. Aber einmal kann ich doch beißen, oder nicht? Muss ich dann halt da machen. Oder was ist hier oben? Das ist auch nur so ein blöder Kreisverkehr, der bringt einfach nichts. Denke ich. Oder? Doch. Doch. Ja, doch. Hol noch schnell das Ei und dann gehen wir pennen. Oh, voll kompliziert, aber es gibt noch einen anderen Weg. Wo sind die Kinder?
Wo sind die scheiß Kinder? Warum kommen die nicht? Hä? Die sind auch nicht auf der Map? Warte, kommen die automatisch, wenn ich schnell in den Bau gehe? Quasi um den Tag instant zu beenden? Ja! Oh mein Gott! Wo wart ihr? Immer bei Mama bleiben! Das war zu hoch für sie. Aber es gab nur diesen Weg. Fuck. So knapp. Der eine hatte schon das Messer rausgezogen, um ihn die Kehle durchzuschneiden. Krankes Spiel. Ah, Vorsicht, der Plünderer braucht nur einen Schuss, um dich zu töten. Läuft. Das heißt dann aber leider auch, wir können ihn nicht auf unsere Seite ziehen. Das war jetzt ein Gigaspoiler. Da ist er. Ja gut, und was ist jetzt mein Ziel? Gibt's da jetzt neue Wege, ja? Oh mein Gott. Es wird gleich einen Tod geben. 100%. Was tut der? Ah, okay, die markieren Bäume, die sie dann nachher fällen wollen. Ja, fühl dich cool, du Arschloch. Fühl dich cool. Ja, da sind sie schon alle. Die haben erst die linke Seite des Waldes zerstört, jetzt kommt die andere Seite dran. Müssen ja sehr stolz auf sich sein. Ah, die haben sogar Funkgeräte. Schnell essen und dann weg hier. Du musst ihn töten. Den Plünderer? Ja, kann sein, aber das werde ich bestimmt nicht einfach so tun können. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja auch eine Waffe. Aber wir haben ja nicht nur diesen einen Feind. Was soll das bringen? Muss aber an ihm vorbei, glaube ich. Aber hier hinten ist noch ein Weg, wo wir noch nicht waren. Lass erstmal dahin gehen. Dom Unity Insta, danke für 5 Münzen. Guten Abend. Was war eigentlich einer deiner schönsten Fanmomente? Eigentlich alle Autogrammstunden waren immer sehr entspannt und nett. Das ist schwierig, jetzt da einen Punkt rauszuziehen. Aber ich fand auch die Plakate immer sehr geil. Die manche halt schon von weitem hochgehalten haben. Der steht da schon mit dem Sniper. Was ist jetzt los? Na ja, okay, er hat auch noch eine Taschenlampe. Jetzt schnell, 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 schnell. Er braucht nur einen Schuss, nicht vergessen. Digga, ich bin so tot. Ich bin so tot. Schau doch weg, du Stück Scheiße. Oh! Fuck! Bin ich hier sicher? Ja,
doch. Ich glaube, wenn wir jetzt hier lang gehen... Kommen wir zu einem neuen Bereich, wo ich wahrscheinlich auch hin soll. Okay. Okay. So knapp. Plötzlich Little Nightmares. Ja, schon ein bisschen. Aber hier war ich doch auch schon. Dachte ich zumindest. Oh, warte, Bären. Lecker Bären. Hier runter. Essen. Und... Ja, mal gucken, was hier so geht. Zwei Wege haben wir jetzt. Diese Kisten sehen so aus wie so alte so Bienen... Stöcke. So aus Zuchtbetrieben oder... Briefkästen. Keine Ahnung. Hier kann ich nicht durch. Bleibt nur der andere Weg. Danke, Wohnibi. Verdammt, es wird gleich wieder dunkel. Schnell jetzt. Schneller, schneller. Hey, das führt aber auch nur zu einer Blockade. Ich check dieses Spiel manchmal nicht. Nein, halt's Maul. Ich brauche die Fähigkeit des toten Kindes. Ja, leck mich doch dreifach. Es ist so unfair. Vielleicht finde ich aber jetzt eine neue Spur morgen, weil ich hier gewesen bin. Vielleicht kann ich diese Eindrücke irgendwie nutzen. Aber ich komme doch jetzt nicht lebend dahin zurück, oder? Never. Oder ist der Sniper jetzt schlafen gegangen? Nein, ist er nicht. Und hier ist Blockade. Ich muss also zum Sniper, richtig? Ja, da stehen auch schon... Ach so, nee, die Blockade ist unten. Er läuft! Hierher. Schnell, schnell. Oh, du... Motherfucker. Kann ich ihn töten? Ey, ich meine, beißen? Der hat eine Axt in der Hand, der Freak. Das war so knapp. Ich hab's einfach riskiert. Zum Glück wurde es belohnt. Das Spiel ist krank, schwer und... Oh, der Typ ist da! Der Typ mit der Axt. Aber er kommt nicht rein. Bitte sag mir, dass ich jetzt eine neue Spur habe, wenigstens. Ich habe mich da nach vorne getraut, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Oh, Nicole zieht nach Österreich. Viel Erfolg im neuen Land. Was? Öffne die Karte. Einer der mit dem markierten Orte erlaubt dir, eine Ablenkung zu platzieren. Ah ja, jetzt ist wieder wie von Zauberhand neues Territorium verfügbar. Man kennt's. Aber okay. Eine Ablenkung für den Sniper? Die Abholzung hat begonnen. Man sieht aber, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch interpretiere, ich glaube, die sind auch nicht zufrieden. Also diese Arbeiter, die wollen das nicht tun, aber sie müssen. Gerade der auf dem Baumstumpf sieht selber extrem traurig aus.
Ich weiß aber nicht, ob er vielleicht einfach nur müde ist. Ja, es wirkt auf jeden Fall so, als müssen die Tag und Nacht schuften, als wenn es irgendwelche Sklaven wären. Krank. Falsche Richtung. Warte, kann ich jetzt überhaupt noch da hoch? Weil der Weg ist ja irgendwie, also... Ach so, runter. Ja. Stimmt. Links runter. Oh, oh! Nicht nur das? Diese Firma ist einfach Nestle. Markiere diese Stelle, um den Wilderer über deinen Standort in die Irre zu führen. Okay, Babys, einmal pissen. Oder so. Der Wilderer wird diesen Bereich gegen Ende der Nacht nach dir absuchen. Okay. Gegen Ende der Nacht. Also schnell davor wieder verschwinden. Und dann können wir wohl entspannt ins Haus. Aber was genau ist jetzt noch meine Mission? Warte mal, es gibt einen neuen DAX da unten? Ich denke mal, der wird auch wieder gefangen sein. Das heißt jetzt aber auch, ich muss diesmal gegen Ende der Nacht noch unterwegs sein, weil ich denke, ich komme nur dann zum DAX. Ah, warte, hier ist auch noch ein neuer Weg. Weil ich muss ja den Sniper ablenken. Oder geht's um den Freak mit der Axt? Es gibt hier so viele Spackos, ich weiß schon gar nicht mehr, wer gemeint ist. Oh, da ist die Spur. Mein Kind, ne? Was hast du mit ihm vor, Mann? Okay, es geht noch weiter. Wir müssen hier lang. Let's go. Einfach der lilanen Spur folgen. Jo, mache ich gerade auch. Oh, scheiße. Fucking shit. Da ist wieder so ein gottverdammter... Uhu. Nein, lass das! Lass das! Kann mir bitte einer sagen, wie man kuscheln kann? Die Kinder sind traurig, was ich sehr gut verstehen kann. Wie kuschel ich sie? Der ist immer noch traurig. Oder ist es der, der angegriffen wurde? Das könnte auch sein, ja. Was der da macht. Ich bin an einer Spur vorbei. Ach, beim Haus, ja, super. Schnell, mitkommen. Immer mit Y. Ja, okay. Dann lag es daran, dass er verletzt war. Aber es geht ihm jetzt wieder gut. Okay, an die Spur komme ich nicht ran! Was soll ich jetzt tun? Ich bin hier gefangen! Ah, aber warte, die lernen jetzt klettern, oder? Okay, gut, gut, gut. Aber was mit dem anderen, Bro? Achso, es ist wieder nur einer, der es kann. Das heißt, diesen anderen Skill, den bekomme ich auch nicht mehr wieder? Hey, was soll das jetzt hier werden? Ah, wie so oft. Alle Erwachsenen, Bastarde. Die Kinder, ganz anders. Sie hilft uns. Sie hat uns eine Beere gegeben. Niemand wird böse geboren.
Die meisten Menschen werden nur irgendwann einfach zu Stück Scheiße. Okay, ich habe alle Infos. Dann jetzt schnell zurück in den Bau, oder? Ja, der Geisteskranke ist auch gerade da bei der Spur. Aber ich habe doch eigentlich gar keinen Weg zurück. Oder? Also so hilfreich ist die Map nicht. Ach doch, kann ich da jetzt durch? Ja. Dann sieht die Sache anders aus. Okay, okay, okay. Mitkommen. Hier ist schon fast gar nichts mehr, die haben alles abgeholzt. Okay. Kannst mit Steuerkreuz nach oben immer kuscheln. Achso, doch nicht Y. Gut. Dann werde ich gleich mal kuscheln. Also hindurchquetschen scheint für immer weg zu sein. Aber klettern können wir und irgendeinen letzten Skill gibt's noch. Kinder sind immer nett. Die meisten, ja. Und die, die nicht nett sind, die wurden schlecht erzogen. Trotz allem gibt's noch freundliche Menschen. Ja, aber leider nur die Kleinen und Schwachen, die können nichts ändern an dieser ganzen Scheißsituation. Sie wird wahrscheinlich auch irgend so einen Agro-Vater haben. Der dann so eine Scheiße labert von wegen, ja, heul doch nicht rum wegen den Tieren, Mann. Wir müssen gucken, wo unser scheiß Fleisch bleibt, ey. Für 1,99 ein Kilo Rinderhack. Let's go. Kack drauf, ob die leben. Juckt nicht. Sind nur Nutztiere. Und die restlichen können weg. Ist das das Kind? Die hat da einen Spielplatz. Warte mal, was ist das für ein... Ist das der Sniper? Oh nein, das ist glaube ich ihre Familie. Aber selbst sie musste eine Maske tragen. Weil hier schon alles durch diese Kackfabrik verpestet ist. Ja, aber so wie ich das sehe, hat diese Fabrik wirklich Sklaven. Das sind arme Leute, die nichts anderes tun können, außer für 3 Euro die Stunde da zu knechten. Also die trifft jetzt keine Schuld. Sondern die Spackos in der Fabrik. Das Kind tut mir auch leid. Das ist kein Ort für ein Kind. Und man sieht ja auch, sie weiß nicht, wie sie sich beschäftigen soll. Malt da ein Szenario an die Wand, was wahrscheinlich gar nicht der Wahrheit entspricht, aber sie wünscht sich halt eine intakte Familie. Aber ich denke mal, die Eltern müssen die ganze Zeit knechten und kommen dann irgendwann völlig kaputt von der Arbeit abends. Und die Arschlöcher da hinten warten nur, bis das Kind alt genug ist, um selber arbeiten zu können. Ja. Confirmed. Refugee Camp.
Also Flüchtlinge, die halt ja hier ausgenutzt werden. Top. Spackus, ey. Können wir diese Kackfabrik nicht einfach wegsprengen? Wir müssen wirklich genau unterscheiden zwischen beschissener Mensch und guter. Das hier ist das alte Gebiet, ne? Ja. Dann nehme ich mir mal nicht den Müll. Und gehe auch lieber wieder zurück. Ich habe ja erst die Info gefunden, die ich finden sollte mit dem Refugee. Aber wir sollen ja noch zu den anderen... Fragezeichen. Bin ich hier richtig? Nein. Ah, man kommt da nicht runter, ne? Also von hier aus nicht. Dann ist die Frage, ob ich nicht vielleicht lieber schlafen gehen soll. Weil alles andere wird wieder super gefährlich. Ja, komm. Ich geh pennen. Werde ich versuchen. Danke dir, Miss X. Worum geht's, schlechte Menschen? An sehr hohen Abgründen kannst nur du herunterspringen. Ja, den Tipp hätte ich auch ein bisschen früher gebraucht. Wäre beinahe noch ein Kind draufgegangen vorhin. So, dann suchen wir uns mal schnell die anderen Spots. Hä? Jetzt habe ich irgendwie andere Ziele. Well... Danke für 1100 Likes übrigens. Es ist immer weniger Wald zu sehen. Bald ist alles weg. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, das wäre ein schöner Ort, um ein neues Leben anzufangen? Auch das mittlerweile erledigt. Kann hier nochmal eine Falle legen. Okay. Was ist da vorne? Da komme ich nicht rein. Oh, da ist der Dachs wieder. Was ist mit dem los? Der hat ihn aufgeschlitzt, dieser Hu... Oh nein, da oben ist auch ein Kind von dem Dachs. Und die Mutter ist tot. Wegen diesem HS da vorne. Und ich muss auch noch an dem vorbei. Kann ich nicht das Kind irgendwie mitnehmen? Weil das wird doch verrecken ohne die Mama. Vielleicht irgendwie außenrum und dann von oben runterziehen. Was bist du für ein Stück Dreck? Scheiße, er hat was gesehen. Oh nein! Digga, was ist das, Mann? Dieses Spiel ist zu wild, ey. Okay, zweiter Tod. Aber ey, lieber sterbe ich als meine Kinder, weil die Kinder sind definitiv für immer tot. Ich habe wenigstens einen Retry.
Es ist so krank, das Game. Also schnell nochmal zu dem Dachs. Aber ich denke mal, der ist tot und wir müssen das Kind, denke ich mal, adoptieren, oder? Das ist der gottverdammte Sniper. Ich habe so einen Hass auf den. Ach, hier bin ich falsch. Nein. You died. Ja. Meine Kinder werden nicht überleben. Allein dieser Text da unten, der dann eingeblendet wird, deine Kinder werden nicht überleben, der ist so heftig. Ey, Junge, wieso bin ich denn jetzt so blöd, den richtigen Weg zu finden, Mann? Der zögert keine Sekunde, nee. Der zieht sofort durch. Und ich verschwende Zeit. Perfekt. Besser du als deine Kinder, genau. Weil das mit den Kindern ist halt endgültig. Also sterbende Mutter, Kind oben. Wir müssen es holen. Fick dich, Mann! Ich war doch hinter dem Stein! Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege, Alter, ich zerreiß dich! Gibt ein neues Symbol. Ja, das Kind meinst du wahrscheinlich. Das ist auch eingezeichnet, ja, aber sonst... Sonst ist alles gleich. Der Kerl regt mich so auf! Muss eigentlich bis zum letzten Meter schleichen und dann irgendwie durchhuschen. Weil der reagiert so stark, als hätte er halt den ganzen Tag nur COD gezockt und jetzt checkt er nicht, dass er im Real Life ist. Und macht trotzdem noch weiter. Bis wohin kann ich gehen? Okay. Bis zum Schatten, warten. Nein, 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 nein! Warum sieht er mich? Könnte ich hier runter. Jo, meine Kinder haben einen Apfel gefunden. Sehr gut. Digga, als ob, Mann. Wir sind einfach an der einen letzten Stelle gestorben die ganze Zeit. So lächerlich. So, hier ist das Flüchtlingscamp, oder? Nee. Warte, bauen die hier einen Vergnügungspark? Nee. Certified Quality Products. Was wird da hergestellt? Nein. Das ist eine Schlachterei, oder? Aber es war doch ein Huhn vorne auf dem Logo.
Rette das Baby. Geht es jetzt doch? Mich wieder raus aus dem Scheißladen. KFC Farm. Ich befürchte, dass das eine Schlachterei für Geflügel ist. Bro, wo ist der Ausgang? Ich weiß nicht, ob ich da oben noch lang kann. Aber ja, ich sollte es wenigstens versuchen, das stimmt. Und dann muss ich hier zurück zum Bau. Aber ich bin doch immer noch auf der gleichen Ebene. Nein, bin ich nicht? Okay, ich glaube, ihr habt recht. Es wird aber auch auf der Karte nicht angezeigt. Wie weird. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Baby komme. Der andere Spacken ist auch schon da. Doch, tatsächlich. Ja, und jetzt? Oh. Warum kann ich da nicht runterspringen? Ich muss zurück zum Bau. Oh, warte. Der Weg ist aber eigentlich chillig. Wenn er mich jetzt nicht snipert. Das ist die Bedingung. Okay. Was? Oh nein. Ich muss es zu seiner Mutter bringen? Aber ich dachte, sie ist tot. Warum spielt die Musik nicht mehr? Ich fühle mich voll sicher, obwohl ich es nicht bin. Du musst immer an den Ort zurückgehen, wo du den Skill erlernt hast, um ihn nochmal zu erlernen. Okay, ja, scheiß auf das Hindurchschleichen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Ist egal. Okay. Oh, es versucht der Mutter zu helfen. Aber ohne Erfolg, oder? Ich kann nichts mehr machen? Was? Und der Geisteskranke blockiert den Weg. Was zur Hölle hat mir das jetzt gebracht, das Kind zu seiner Mutter zu bringen? Es wird doch da jetzt sterben. Wie weit muss ich gehen, um nach Hause zu kommen? Super weit weg. Scheiße!
Chill deine Basis! Okay, einmal noch. Ja, einmal noch. Komm. Ich sehe jetzt erst, dass die verhungern. Scheiß Dreck, Mann, wir brauchen Essen, schnell! Jetzt nach Hause zu gehen, das wird nicht reichen. Ich brauche was zu essen. Es verhungert sonst. Da ist der Freak. Was soll ich tun? Es gibt kein Essen nirgendwo. Es gibt nirgends was. Oder? Nein, die haben hier alles zerstört. Es gibt nichts. Doch. Oh mein Gott, schnell, bevor es verhungert. Wo bist du? Hier, schnell, friss. Friss, Mann. Oh, das war eine Konserve. Die ist eiweißreich. Oh! Ah! Scheiße! Schnell schlafen, Mann! Kack auf meinen Fuß! Hauptsache, die Kinder haben gegessen. Boah, ich dachte, es wird verhungern. Schnell, schlafen, 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 schlafen. Boah, ich kann das alles nicht mehr. Ich will, dass das jetzt auch, dass es endet, das Game. Wirklich. Was? Aber ich kann nicht graben. Ich kann die Schnellreise nicht nutzen. Was ist das denn für ein Betrug? Wo lernt man das Graben? Oh, neue Spur. Vielleicht kann das letzte Kind das dann? Die Frage ist nur, warum wird mir das dann jetzt schon angezeigt? Oh, ich muss aber auf jeden Fall mehr Nahrung finden. Das reicht nicht. Das mit der Konserve war gerade eh ultra lucky. Auf letzte Sekunde vor allem. Hier unten vielleicht? Oder hat das Mädchen wieder... Ist das Mädchen überhaupt da? Hat das was zu essen? Vor allem, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ist ja selber arm. Und teilt trotzdem mit uns. Sie ist aber nicht da. Ach Mist, ey. Es gibt hier nichts mehr. Dann hoffe ich einfach mal, dass auf der Hauptspur irgendwo auf dem Weg was rumliegt. Die wird auf der Karte angezeigt. Nee, sie ist nicht da. Sie ist nicht da, aber der Dachs ist, glaube ich, jetzt an einem anderen Ort. Vielleicht erhalten wir ein Dankeschön, weil wir das Kind zu ihr gebracht haben. Fände ich jetzt schon angebracht, so. Hier ist weit und breit gar nichts mehr, glaube ich. Warum auch? Hier ist ja alles zerstört worden. Der sollte mir nichts tun. Das ist ja auch nur ein armer Sack. Okay, Spur. Was? Seine Tochter? Ich will nicht mehr.
Hä? Ach, das ist jetzt mein neues Zuhause, oder was? Oh, und da war Fisch. Aber wir haben das jetzt dem Dachs weggefressen. Ich hoffe, das ist okay. Ah, und jetzt können wir auch die Schnellreise nutzen. Aber nur an den beiden. Vor allem, das ist wirklich der Dachs, mit dem wir uns am Anfang gestritten haben. Und hier sind auch Bären, das kann man sich merken. Oh, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich den Fisch gefressen habe. Weil ich musste es tun, sonst wäre das Kind wieder verreckt. Das war jetzt sehr wichtig. Oh, Bruder, Mann, ich bin gerade so triggert. Das nette Mädchen ist einfach die Tochter von diesem Riesenbastard. Das heißt auch wiederum, sie ist krank, oder nicht? Oder ihre Schwester, weil da waren ja zwei Kinder an der Wand, die das kleine Mädchen gemalt hat. Okay, Dachs Mutter ist verletzt, aber es scheint ihr noch gut zu gehen. Einigermaßen. Oder Moment, wo ist dein Kind eigentlich? Wo ist dein Kind? Und warum gehst du einfach durch eine Falle durch? Was ist das? Okay. Der Dachs wollte auch nur seine Familie schützen. Ja, jeder hat so seine eigenen Interessen. Ah, guck mal, das Mädchen wollte auch den Fuchs retten und dann ist der Vater ausgerastet, weil es ein Arschloch ist. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, er möchte halt auch den Fuchs eintauschen gegen Medizin, aber Bruder, das kannst du nicht bringen. What the fuck? Wo kommt ihr jetzt her, Mann? Leck mich am Arsch! Okay, er ist mir zum Glück nicht gefolgt. Ich muss schlafen. Ich kann ihn jetzt eh nicht loswerden. Der bleibt da ja, oder? Bringt mir das irgendwas, hier lang zu gehen? Stimmt, vielleicht ist da ein neuer Bau. Fritz, dann, du, danke für 2 Münzen. Und für das liebe Lob. Aber seht mich nicht als Idol. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu krass. Was ist jetzt los? Ach so, die können da nicht hoch. Ich bin erledigt. Ich kann doch jetzt nicht... Nein, ich kann da jetzt nicht lang. Kann ich nicht bringen. Es ist Tag. Entweder hier gibt es ein neues... Es gibt bestimmt noch irgendwo ein neues Zuhause, aber... Ob ich das jetzt unter Druck binde, ist die andere Frage. Essen können wir es auch nicht. Oh. Ich muss nach Hause. Ah, da haben sie was gefunden zum Essen. So ein kleiner Snack. Wo ist denn diese letzte Spur? Es wäre halt schon noch gut, die vielleicht noch zu finden und dann nach Hause zu gehen. Aber es ist längst Tag. Ach so, bei dem Freak. Ja gut, dann vergiss es. Aber ich glaube, der Weg hinten ist jetzt entspannt. Da ist doch jetzt niemand mehr, oder? Bis auf die Zwangsarbeiter. Moment, ist es nicht vielleicht sogar klüger, über den Fuchsbau zurück in die alte Region zu gehen und da zu schlafen?
Ich glaube schon. Weil hier ist auch niemand mehr, oder? Jetzt riskiere ich mein Glück beim Müllsack nochmal. Ja, krieg natürlich nix. Klar. Bären sind auch leer, ne? Mhm. Okay, dann werde ich hier zu meinem alten Zuhause gehen. Ich glaube, das ist sicher. Und dann werden wir auch wieder schneller bei der Spur. Der Freak kommt ja, glaube ich, erst später. Ja, es geht auf jeden Fall. Okay. Dann machen wir das so. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Kaum mehr Nahrung. Böse Plot-Twists, die im Herzen wehtun. Und scheiß Wetter. Okay, die Bären sollten jetzt wieder da sein. Das ist dann schon mal ein kleiner Snack. Oh nee, nicht der schon wieder. Blödes Vieh. Noch mehr Bären. Nice. Warum hast du ja die Füchse? Ja, keine Ahnung, die wollen die Tiere loswerden, um hier halt ihre Firmenerweiterungen hinzubauen. Es geht nur ums Geld. So wie es halt auch in der Realität ist. Also das, was wir jetzt hier geboten bekommen, ist ja keine Fiktion. Das ist ja die Wahrheit. Wald wird abgeholzt, Dschungel wird abgeholzt, um irgendeine Scheiße anzubauen, neue Städte zu bauen oder Firmen zu errichten. Bin ich jetzt zu dumm, um den Fuchsbau zu finden, oder was ist da los? Hä? Wo ist der scheiß Weg? Oh nein. Blöder Knecht. Okay, mit Kuscheln geht's ihm direkt wieder gut. Ist das der Weg zum Fuchsbau? Ernsthaft? Ich hab's nicht gecheckt, weil die Bären vorhin gelb waren. Ja, okay. Also, lost. Aber wir sind wieder da. Und es gibt hier was Neues. Warte, welche Richtung ist das? Die andere, oder? Ihre Musik. Die Spur ist aber nicht hier. Hier ist der Freak. Ach so, okay, ich kann ihn wieder weglocken. Ja, nice. Aber wir müssen zum KFC. Wer spielt da die Musik und singt? Ist das nicht das Mädchen? Die ist da hinten, ich sehe sie, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Okay, auf zum KFC. Beziehungsweise... Nee, warte mal, die Spur führt jetzt woanders hin? Komm, du willst mich verarschen, oder? Mann. Wieso das denn? Warum muss ich jetzt urplötzlich woanders hin? Als einen Tag vorher. Achso, das lag da? What? Ach nein, man muss wieder alles von vorne machen. Das bleibt nicht gespeichert.
Man muss alle Hinweise an einem Tag finden. Ja, moin. Okay, das erklärt einiges. Ja, perfekt. Was mache ich jetzt gegen den? Der holt jetzt den Typen mit der Axt. Ich habe aber literally keine andere Möglichkeit. Der bleibt jetzt auch da, oder? Unfassbar. Ja, ich würde sagen, der Tag ist gewastet. Dann lass lieber versuchen, das andere Fragezeichen aufzudecken und dann schlafe ich wieder woanders. Es ist jetzt leider sauschwer geworden. Jetzt komme ich aber beim Musiker vorbei, glaube ich. Immerhin. Ach, das Ereignis ist der Musiker selbst. Ja, okay, dann geht er mal schnell hin. Aber wieso sollte der mir nichts tun? Weil es ist nicht das Mädchen. Aber vielleicht die Schwester? Nee, ist ein Boy. Okay, der hat Ehre und gönnt uns was. Danke. Gut. Schnell pennen gehen. Und ich glaube, es muss noch einen anderen Weg geben. Weil dieser Freak ist da jeden Tag und dann ruft er den mit der Axt. Wir müssen von hinten kommen. Ich denke, nur so können wir ihn überlisten. Soll das D das YouTube-Symbol darstellen? Ja, das hat den Player drinnen, ja. Als kleines Easter Egg. Richtig geiler Stream. Freut mich, dass dir gefällt, Katrin. Aber jetzt müssen wir wieder was erreichen. Der Tag war gewastet, wenn wir ehrlich sind. Und die dringen immer weiter vor. Die Spur zeigt zwar woanders hin, aber die sind ja relativ nah beieinander. Und ich glaube, über diesen Weg hier komme ich auch dahin, aber von der anderen Seite. Oder nicht? Da ist der KFC auf jeden Fall. Kann ich nicht irgendwo kratzen? Hier ist Endstation. Soll ich ihn dann vielleicht einfach mal angreifen? Weil ich bin jetzt irgendwie... ratlos. Obwohl, warte, er ist gar nicht da. What? Also er war an zwei Tagen hintereinander da, aber jetzt nicht? Hä? Bro, wie will man dieses Spiel eigentlich speedrunnen? Das ist ja gefühlt jedes Mal random, was passiert. Oh, oder kommt der erst, wenn man die erste Spur geschnüppert hat? Das kann auch sein. Dass er erst dann getriggert wird.
Also wenn er jetzt da ist, dann wissen wir Bescheid. Zweite Info habe ich, aber die hatten wir auch vorhin schon. Jetzt wird es bei der dritten interessant. Da war der Sägemann im Weg. Nee, er ist tatsächlich nicht da. Bruder, was hatten wir bitte für ein Pech dann vorhin? Was? Ist das ein Kaufvertrag? Das Mädchen sollte das Fuchsbaby verkaufen an jemanden da hinten. Wie komme ich da hin, Mann? Ah, vielleicht morgen, weil jetzt haben wir die Info. Dann sollte ich jetzt schnell noch Essen suchen. Aber das wird schwierig. Er lässt mich nicht durch. Das ist so lächerlich. Ich habe dafür keine Worte, wie lächerlich das ist. Es wurde verkauft für Fell. Kann sein, ja. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ich werde jetzt eh zerstückelt. Oder verhungere. Eins von beiden. Ja, da ist er schon. Es gab doch keinen Weg nach Hause. Der Freak hat den Weg versperrt, hat den anderen gerufen und RIP. Jo, mit dem KFC hatten wir recht. Und alles von vorne. Yay. Aber bei dem einen Weg zum KFC, da waren wir noch nie. Vielleicht geht's da dann auch weiter. Aber ich bin mir sicher, du konntest da nicht entkommen. Ich hatte nur Pech, dass ich halt schon beim ersten Mal beißen musste und dann nur noch humpelnd unterwegs war. Das darf halt nicht passieren. Also, machen wir jetzt mal einen auf ganz schnell. Zumindest gibt es einen kleinen Vorteil. Ich habe jetzt wieder ordentlich Essen im Magen. Weil ich glaube, ich wäre sowieso verhungert, Lul. Der KFC müsste dann ja auch das letzte Gebiet sein, eigentlich. Was ist das hier eigentlich für ein Weg? So, das ist eine Abkürzung nach Hause. Ja, hier ist ja nichts mehr. Jetzt muss ich zurück. Wahrscheinlich ist der Idiot wieder da. Ich könnte jetzt zwar auch versuchen, nach Hause zu gehen. Aber... Nee.
Wir versuchen unser Glück hier bei dem KFC. Dieses Fragezeichen, das ist hier unten, oder? Was ist das? Ach, okay. Wir können zumindest den Axtjäger damit ablenken. Ja, wäre vorhin ganz entspannt gewesen. So fies. Aber er war da schon hinter mir her, also es war eh schon zu spät. So, und jetzt haben wir hier was Neues. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nein, oder? Nicht dein Ernst. Komm hier nicht weiter! Habe ich gar keine Optionen? Da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich da jetzt zwingend diese Fähigkeit. Aber wie dumm ist das, dass es immer nur einer kann und ich dann an dieselbe Stelle zurück muss, um das nochmal zu lernen. Oh wait, es geht auch hier hoch. Splux, danke für die Mitgliedschaft. Und Ehre an der Xivi. Oh, übers Dach. Aber ich muss meine Kinder zurücklassen. Das ist doch... Shit! Werden da hinten Küken geschreddert? Ja. Immerhin, das ist heutzutage zumindest bei uns verboten. Aber man kann zum Beispiel auch Eier kaufen, wo der Bruderhahn aufgezogen wird und nicht gekillt. Das ist auch eine Option. Ja, was hier passiert, glaube ich, weiß jeder. Kopf ab. Also ich meine, ich esse auch noch Fleisch, klar. Aber zumindest keine Massentierhaltung. Und stetig weniger. Da komme ich nicht ran. Wo sind die Kinder? Warum sieht man denn nicht, wo die Kinder sind? Hä? Ah. Hier, schnell, ess das Ei. Aber nicht ohne... halt, nicht ohne den anderen Brie. Der kommt da nicht runter, der backt rum! Der backt rum! Ja, super. Und jetzt hat der andere das Ei alleine gegessen, oder was? Ah, zielt trotzdem für beide. Okay. Boah. Ja, dann schlafen, oder? Ich glaube, wir haben heute auch genug gesehen. Das reicht mir jetzt erstmal. Kommen schon wieder hier. Ja. Ach nein, ey, bitte. Ach schnell, ich glaube, er kann hier nicht durch. Er kann hier nicht durch. Lauf, Bruder. Ja, 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 er kann hier nicht durch. Perfekt. Nochmal Glück gehabt. Scheiß Massentierhaltung. Okay, Hunger haben wir wieder größtenteils ausgeglichen. Dann jetzt schnell schlafen. Der Weg ist besser, alles klar. Das Game ist so sad, ja. Aber es kritisiert die richtigen Dinge. Ohne es auf Krampf zu tun, weil es ist halt wirklich so ein realistisches Abbild. Fluss vermüllt, einfach irgendwo hingeschmissen,
Scheiß auf die Umwelt. Das sind alles Dinge, die viele Menschen tun. Vor allem mächtige Firmen. So, kriege ich jetzt eine neue Spur? Wir können auch einen Huhn verspeisen. Ja, Wenn wir keine andere Wahl haben, dann ist es so. Ja, okay, hab eine neue Spur. Alles klar, let's go! Nicht mehr viel. Willst du jetzt schon noch durchspielen? Kann nicht mehr so lange dauern. Ich denke, ja, wir brauchen die angegebenen circa 3 Stunden dafür. Und ich hoffe, ich schaffe die letzten beiden Kinder noch irgendwie lebend durch. Aber guckt euch an, wie der Fluss zugemüllt wurde. Vor allem, wie dumm ist das? Das gelangt alles wieder ins Trinkwasser am Ende des Tages. Und schädigt auch den Boden nachhaltig. Ich kann es nichts mehr anbauen. So dumm einfach. Okay, ich bin gerade wieder orientierungslos, Tendo. Wir fahren jetzt auch in den Urlaub. Viel Spaß. Ich schlafe noch bis um 5 und dann fahre ich los. Oder bis um 6 eigentlich. Digga, wo bin ich hier, Mann? So lost. Aber ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. Was ist das für ein Schild? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Kann es aber nicht wirklich lesen. War ich da unten schon? Ah, hier gibt's was. Gut. Jo, eine Konserve. Perfekt. Ham, ham. Was ist das? Ja. Toll. Perfekt. Goddammit, Alter. Was soll da entstehen? Oh, jetzt kann ich es lesen. Da steht, leave us alone, please. Also, das ist wahrscheinlich ein Message von den Flüchtlingen. Ganz hinten beim KFC hat sich was geöffnet, oder? Dein Haus ist weg. Nee. Ist noch da. Aber das von den Flüchtlingen ist natürlich weg. Ist alles zerstört hier. Das war das Haus von dem Mädchen. Heute gilt nur noch irgendwie überleben. Ich will den Tag beenden. Komme ich zum Fuchsbau? Gottverdammt. Hä, es gibt doch jetzt schon wieder keinen Weg, weil meine Kinder können da nicht hoch. Hier ist diese Falle, die ich nicht wegmachen kann. Was soll ich jetzt tun?
Okay, der ist jetzt weg. Es lohnt sich jetzt eh nicht mehr, den Spuren nachzueifern. Ich geh pennen. Ja. Aber wo ist das Mädchen hin? Vielleicht treffen wir sie ja auch im KFC? Okay, war auf jeden Fall ein Schmutztag. Bisschen Essen gefunden, ja, aber sehr viel los gewesen. Jetzt müssen wir wirklich durchziehen. Ganz schnell. Okay. Okay, sie ist doch krank. Ja, stimmt, deswegen hat sie die Maske getragen. Aber was hat sie dann für eine Krankheit? Immerhin, der Sniper ist auch weg. Also ihr Vater. Oh, ist das Blut? Ich glaube schon. Hier geht's jetzt weiter. Na, endlich. Ich muss endlich das Graben den Kindern beibringen. Aber ist auch ein bisschen lächerlich, dass wir das nicht selber können. Das ist eine Falle. Oh, neues Zuhause. Sieht ein bisschen gruselig aus. Tabletten sind leer. Na, warte mal, bevor ich da jetzt pennen gehe. Ich glaube, das ist das letzte Lager. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Um den Tag noch zu nutzen, so gut es geht. Hoffentlich ist da Essen drin. Ach man, wieso? Das ist... Ach. Ich brauche aber was jetzt. Ja gut, ich glaube, es geht nicht weiter. Dann schlafe ich halt. Aber warum sieht das so gruselig aus? So eine tote Oma. Ah, okay, da war noch ein bisschen Essen. Nice. Guck mal, die Dachse, die Dachse kommen mit. Sehr schön. Wir halten zusammen. Und es regnet endlich nicht mehr. Das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt. Vorsicht. Aber ich glaube, er lernt jetzt das Graben. Durch seine Neugier. Oha. Warum tragen die Gasmasken? Ja, es weiß ich auch nicht genau. Es muss an der Fabrik liegen. Oh, jetzt ist er schon fast erwachsen.
Die Sequenzen sind schön. Ich denke mal, er hat jetzt graben gelernt. Nein? Als ob. Okay, schauen wir mal. Was ist das hier für eine Müllhalde? What the? Da ist der Sniper. Geht ja gut los. Das geht ja gut los. Bro. Ich hab genug davon. Da sind noch ein paar Refugee-Kinder. Scheiße, was ist da passiert? Als ob! Der sieht selber so aus, als würde er gerade verhungern und gibt uns einfach die Beere. Mann, ich will denen helfen. Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. Oh, guck mal, wie dünn der ist. Trotzdem gibt er uns was. Ja, die sind auch alle krank und bis zum geht nicht mehr ausgenutzt. Halt fürs Arbeiten, ne? Und dann, wenn es denen schlecht geht, ja, dann hilft keiner. Ich würde dem so gerne einen Hasen jagen oder so. Ja, eine Maus können die nicht essen, die Menschen. Okay, Falle für den Axtmann. Ah, das ist jetzt unser neuer Kinderfreund. Oder ist es das Mädchen von vorhin? Ich habe sie dann, wenn dann, nicht erkannt, ehrlich gesagt. Aber es ist dasselbe, das ist dasselbe Icon auf der Karte. Und das würde dann auch erklären, warum der Sniper-Freak hier ist. War das das Mädchen? Scheiße, dann geht's ihr echt nicht gut, Mann. Wir müssen noch irgendwas tun können. Hier ist ein neuer Dachsbau. Was ist das hier für ein Weg? Hat die Maske nicht mehr. Ja, weil die wahrscheinlich nicht mehr funktioniert und die Tabletten sind auch aus. Guck mal da oben, die ganzen Tiere gefangen. Oder sind es Hyänen? Was soll ich jetzt tun? Ja, das war das Mädchen, aber ohne Maske. Digga, das heißt, dass sie bald sterben wird, wenn wir nicht irgendwas tun. Ich glaube, am Ende des Games wird es keine Gewinner geben. Ja, das sind so Hunde. Die, denke ich mal, für die bösen Menschen arbeiten, ohne es halt zu wissen, weil es sind halt Tiere, ne? Was sollen sie machen? Ah, Felle. Darum wird es hier wohl auch gehen. Lässt sich halt gut und teuer verkaufen. Abkürzung? Oder sowas? Okay. Die haben Masken. Das sind jetzt wieder die Freaks. Ah ja, wir sind auch wieder beim KFC.
Also es ist eine Verbindung zum KFC. Mhm. Schauen wir mal, ob wir noch zu dem anderen Fragezeichen kommen und dann lieber schlafen gehen. Immer noch Küken schreddern. In Massen. Komm ich da überhaupt hin? Darunter auf jeden Fall nicht. Das ist aber auch ganz unten, glaube ich. Also hier. Ja, wir waren auch noch nie da drin. Das hat sich jetzt geöffnet. Ja. Hier will ich jetzt auch nicht unbedingt rein. Aber es ist die Wahrheit. Der sich jeder bewusst sein muss. Oha. Was? Jo, wie skrupellos sind diese Wichser? Erstmal, also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Völlig krank. Aber wirklich maximal krank. Ich muss schnell nach Hause. Über den Fuchsbau können wir entkommen. Die werden uns genauso zerfleischen. Ich glaube, jetzt am Tag werden die Hunde freigelassen, oder? Zumindest einige. Ja, oder? Doch, es sind einige weniger, meine ich. Digga, schnell. Schnell, 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 schnell. Wo ist der Fuchsbau? Hier? Oder was? Wo ist der? Ich hab Angst. Ja, hier, okay. Bruder, Mann! Dieses kleine Flüchtlingskind ist da nur reingerannt, um sich eins der tausend Hühner zu schnappen, um sich scheiße nochmal zu ernähren auf Not. Und der lässt einfach den Köter auf den los. Wieso bin ich jetzt hier? Kann ich nicht sagen, dass ich woanders hin will? Wirklich jetzt? Ah, doch, man kann... Nee, man kann nicht. Man kann nicht entscheiden. Ja, kack drauf. Dann schlafe ich woanders. Welpenfähigkeit freischalten? Wie denn? Wie mache ich das? Die können da nicht hoch. Ach doch, mittlerweile schon. Okay. Kann ich da nicht drüber springen? Hä? Jetzt wird sie nicht ausgelöst. Naja, soll mir recht sein. Gibt's hier noch schnell ein bisschen Futter? Ach, diese Vögel, die kriegst du doch eh nicht zu fassen. Was ist das? Ach, noch ein Fuchsbau. Okay, wo führt der hin? Hm, ja, dann, nee, komm. Dann nehmen wir halt das Bett. Ich will jetzt nur irgendeins, weil es ist halt schon lange Tag und ich habe Angst. So, aber wie kann ich jetzt... Ist auf der Karte... Oh, true. Ach, Gott, fucking Scheiße. Wir waren aber genau dort.
Jetzt darf ich dann nochmal hingehen. Aber immerhin hochspringen, haben sie gelernt. Seit wann ist das da auf der Karte? Mann, den ganzen Weg in den KFC jetzt nochmal. An die gleiche beschissene Stelle. Ich glaube, ich weiß auch genau, welche Stelle es war. Weil bei dem KFC, wo die ganzen Hühner gekillt wurden, war doch so ein Loch. Wahrscheinlich muss man da schnuppern und dann lernt er das Graben. Das ist aber auch echt nicht geil gemacht, ey. Nur noch den Spuren nach. Ah, sind wieder weg. Okay, perfekt. Und ich bin auch wieder am Arsch der Welt. Auch perfekt. Ja, ist schon leider sehr nervig. Mittlerweile. Das hätte man sich echt sparen können. Da wirst du zu einer Falle nach der anderen gelotst. Und weiß nicht mal, bringt mir das jetzt irgendwas oder ist es nur Scam? Ich gehe jetzt nur noch der Spur hinterher, ist mir jetzt zu blöd. Nächste Spur ist ja jetzt wieder hier irgendwo. Oder? Hallo? Nein? Ah, oben, okay. Magst du das Spiel? Nicht alle Aspekte daran. Dass man nie genau weiß, was man zu tun hat, wo man lang gehen soll und diese wacken random Fallen, die sind schon schwach und unnötig. Das habe ich jetzt nicht ganz erkennen können, was das da gerade war. Aber ich denke, beim letzten Tipp wird's eh klar. Ja, okay. Kranker Typ, ey. Jetzt sind wir doch schon wieder kein Stück weiter.
komme da nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Da ist die Futterspur. Ah, jetzt geht's auf einmal. Alles klar. Lecker? Fragezeichen. Was? Hat er mich getroffen? Nein, ich wollte ihn angreifen. Scheiß drauf, renn. Digga. Er hat mich auf jeden Fall verletzt. Ich glaube, wir müssen nur noch schlafen und dann geht's weiter. Weil du kannst dann nur diese drei Tipps an einem Tag sammeln. Ja, zum Fuchsbau und dann pennen. Ich glaube, dann kriegen wir die nächsten Hinweise. Zum Glück kriegt er mich nicht mehr. Neuen SpongeBob-Trailer habe ich nicht gesehen, nee. Der kam ja jetzt, glaube ich, während dem Showcase. Danke, Xivi. Den nicht schon wieder. Lass mich doch einfach nur pennen. Es ist doch echt nicht. Es ist so scheiße an dem Gameplay, wirklich. Und jetzt kann ich hier nicht durch. Mein Gott, Alter. Weiß jemand, wie lange es noch geht? Weil ich überlege, es tatsächlich auch abzubrechen. Ich bin schon zu salty, ganz ehrlich. Das kann es nicht sein, dass ich 3 Sekunden was erkunden kann und dann muss ich wieder schlafen gehen und das über 25 verzwickte Wege. Da habe ich jetzt wirklich langsam keine Lust mehr drauf. Es ist schade, weil es an sich ein schönes Spiel, aber dieses Gameplay ist einfach nur auf Strecken aus. Und so dämliche Fallen, irgendwann ist gut. Ich bin jetzt wirklich davon getriggert. Sorry. Wird extrem in die Länge gezogen. Ja. Sehe ich auch so. Die schönen Ideen, die sie haben, packen sie halt leider hinter so cringy Fallen und Laufwege. Und ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr. Schade, weil die Story ist echt gut eigentlich. Und die Kritiken fühle ich auch. Hier den Sniper haben sie natürlich auch extra vor dem Haus noch platziert, damit du da jedes Mal noch getriggert wirst. Brauchst du noch 2 Hinweise? Nee, 6. Ist der Hund wieder? Mir ist scheißegal. Nee. Ich kann's nicht mehr. Wie gesagt, schöner Grafikstil. Ich mag die Gesellschaftskritik in dem Spiel. Alles völlig richtige Ansätze. Ess kein Massentierhaltungsfleisch. Verpestet nicht die Umwelt. Klar, wir können alle nicht viel tun, aber zumindest einen kleinen Beitrag leisten.
damit die Tiere und die Umwelt ihre Gebiete behalten. Das kommt auch uns Menschen zugute. Niemand hat was davon, wenn überall nur noch Häuser und Firmen stehen. Gameplay ist aber leider auf Dauer nur frustrierend und für mich ist es das jetzt leider auch nicht mehr wert. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wenn ihr es zu Ende spielen wollt, dann schreibt mir gerne, wie es zu Ende geht. In die Kommentare. Aber ja, ich bin jetzt fertig. Es hat am Ende auch keinen Sinn, sich zu quälen. Ich mache hier einen Schlusspunkt. Danke fürs Zuschauen, auch wenn es ein Scheißende jetzt ist. Und wir sehen uns nach dem Urlaub. Kommen ja noch ein paar Videos bis dahin. Gute Nacht.